Sprechen wir doch mal über einen Film, der uns recht bald in den deutschen Kinos erwartet und auf den ich mich sehr gefreut habe, weil vor allem nach den Trailern ich das Gefühl hatte, okay, hier trifft Action auf spaßige Unterhaltung mit zwei Hauptdarstellern, die mit zu den Besten in ihrem Fach gehören im vergangenen Jahr, als es bei Barbenheimer darum ging, welcher ist der bessere Film, welchen schaut man zuerst. Die eine auf der Seite von Oppenheimer mitspielte, der andere auf der Seite von Barbie als Ken, nun aber gemeinsam in The Fall Guy. 126 Minuten ist der lang, ab 12 Jahren freigegeben und startet ab dem 30. April in den deutschen Kinos und ist der neue Film von David Leitch und ist lose eine Adaption der 80er-Jahre-Serie Ein Colt für alle Fälle, weil Ryan Gosling darin Colt Seavers spielt und er spielt im Milieu der Stuntmänner bzw. der Stuntwelt an Filmsets und das Schöne ist bei The Fall Guy, dass wir im Grunde so eine Geschichte haben von einer Film-in-Film-Geschichte und ich sage auch gleich, worum es dabei im Einzelnen geht, aber ich vor allem mich auch gefreut habe, den neuen Film von David Leitch zu sehen, weil das eben jemand ist, der viele Jahre in der Stuntbranche gearbeitet hat als Stuntman, war dann lange Zeit auch der Stuntman bzw. das Stunt-Double von Brad Pitt, wurde dann auch Stunt-Coordinator, das heißt vor der Kamera, aber dann auch hinter der Kamera, hat er eben ganze Choreografien erarbeitet und kennt dieses Fach in- und auswendig und hat dann eben den großen Sprung damals zusammen mit Chad Stahelski in der Regie von John Wick geschafft, was die Regie eben anbelangt, sich, was das Action-Genre angeht, einem breiten Publikum anzubieten oder auch angenommen zu werden. Danach folgte ein, wie ich finde, großartiger Atomic Blonde, was die Action angeht, mit Charlize Theron damals in der Hauptrolle. Der Abstecher zu Fast and Furious mit Hobbs & Shaw ist für mich einer der besseren Vertreter aus dem Franchise der letzten Jahre, mit Deadpool 2 einen Erfolg gefeiert und auch Bullet Train als letzter Film mit Brad Pitt in einem 300 km/h schnellen Zug und Aaron Taylor Johnson unter anderem, fand ich so lässig und so cool, weil es ein Film voller Close Combat Fights in einem Zug war, in dem nicht einmal eine Schusswaffe verwendet wird und ich so dachte, das ist cool. Und David Leitch, der im Grunde dann hier in The Fall Guy, und da ist der Titel des Films quasi einer, der fällt, der vielleicht sich auch in Liebe verfängt und der fallen gelassen wird, eben durchaus mehrdeutig, aber die Geschichte eben erst einmal wie eine große Liebeserklärung an die Stuntwelt und das finde ich ehrlicherweise ziemlich cool, weil der Film so eindringlich wie kaum ein anderer Film bisher fordert, dass mal endlich eine eigene Kategorie bei den Oscars als bester Stunt eingeführt werden sollte, weil sind wir mal ehrlich, es sind die großen und oft unbesungenen Helden des gesamten Action-Genres und wer Actionfilme liebt, müsste eigentlich eben diesen Menschen und die führen eine Arbeit, die immer mal wieder auch zu tödlichen oder zumindest sehr, sehr gefährlichen Unfällen an Filmsets auch führen, huldigen, indem sie bei der wichtigsten Preisvergabe, was die Filmwelt jährlich zu bieten hat, doch endlich mal berücksichtigt werden sollte. Langes Intro zu The Fall Guy an dieser Stelle, weil mir so diese Liebeserklärung an die Stuntwelt am meisten an dem Film gefällt, obwohl ich ihn eigentlich wegen anderen Dingen zuerst sehen wollte. Aber worum geht es? Ryan Gosling spielt Colt Seavers, einen Stuntman, der an einem Filmset zusammen mit einer Kamerafrau namens Jodie so eine kleine Liaison hat, eine Beziehung, eine richtig gute Zeit und schon immer von Tom Ryder, der großen Action-Ikone, das Stunt-Double ist. Aber es kommt eines Tages bei einem Dreh zu einem Unfall und der Zenit von Colt Seavers scheint damit überschritten zu sein. 18 Monate später jobbt er in einem Restaurant, er fährt manchmal Autos von A nach B für ein bisschen Kleingeld. Aber als dann das Angebot rankommt, an einem australischen Set, an einem Blockbuster mitzumachen, ist er zunächst nicht interessiert, bis ihm klar wird, dass seine einstige Ex-Freundin dort die Regie übernehmen wird und damit finden zwei zueinander, die vielleicht nicht zueinander finden sollten, aber in Wahrheit ist der Star des Sets bzw. des Drehs Tom Ryder verschwunden und es gilt für Colt unauffällig, diesen auffällig zu machen, nee, ausfindig zu machen und damit sind wir irgendwo gefangen zwischen Actionfilm und Rom-Com und das ist eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation, der wenn ich oder nicht bei dieser so ein bisschen in meinem Kopf wühle, als nächstes an Night and Day denken muss. Damals der Tom Cruise, Cameron Diaz Film, wo auch jede Menge Action auf Rom-Com dann traf und das so eine Kombination ist, die findet man relativ selten und dieser Genre-Mix muss dann wahrscheinlich auch zugänglich sein und dementsprechend war ich gespannt, was mich hier erwartet. Und in The Fall Guy war es für mich zumindest so, ich habe ihn auf der Europa-Premiere gesehen mit riesem Aufbau, mit Stars und Talents und allem drum und dran, was dazugehört, auf einer IMAX-Leinwand, dass er für mich bei seinen 126 Minuten Lauflänge in den ersten 50, 55 Minuten ziemlich gut funktioniert. Ich mag die Gagdichte, die wird den ganzen Film relativ hoch gehalten. Ich mag Metaebenen, wenn über Filme und Filmklischees gewetzelt wird, um hier ein kleines Zitat zu geben, wenn ein Drogendealer sagt, Mann, warum will niemand jemals mit dem Drogendealer sprechen? Gibt es immer wieder so Ebenen und Filmzitate, die ihren Weg in The Fall Guy hineinfinden und das Action-Genre auch so ein bisschen zelebrieren. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel, was die Chemie zwischen Ryan Gosling und Emily Blunt angeht, und das sind beides so tolle Akteure, die ungefähr dafür, dass ihre Figuren eigentlich relativ flach gehalten werden, dafür, dass der Film so lang ist, das immer funktioniert bis zu der Mitte, wo
sie sich treffen und jeder spielt so seinen Part, aber dieses Momentum, wo es so überschlägt auf die andere Seite und ich wirklich dieses Interesse oder diese Wut beziehungsweise dann die Liebe auf der anderen Seite merke, da blockt es immer so. Und wann immer der Film mal die Möglichkeit hätte, ein Momentum stehen zu lassen und alle Beteiligten vor der Kamera haben dieses Talent und haben diese Fähigkeit, muss ich immer wieder sagen, vertraut sich der Film das nicht und dreht dann immer wieder auf das Alberne, was durchaus auch funktioniert. Aber ich hatte selbst in einem Premierenpublikumssaal das Gefühl, in der ersten Hälfte wurde deutlich mehr gelacht als hinten raus. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der Film sich traut, nicht immer nur albern oder auch mal lustig sein zu wollen, sondern auch mal kurz stehen zu lassen. Hätte ich persönlich deutlich noch mal mehr zu schätzen gewusst, weil er dadurch einen mittelmäßigen Verlauf hat und sich hinten raus in eine Geschichte, die dann doch relativ absehbar ist, wo es dann hingehen muss, für mich sich nicht mehr so frisch anfühlte. Das macht aus ihm bei weitem kein schlechter Film, aber eben das Potenzial, ein richtig guter Film zu werden aus meiner Sicht, wo ich nach den Trailern auch total Bock drauf hatte, ging ich eher so ein bisschen aus dem Film nicht enttäuscht, aber so ein bisschen ernüchtert raus, auch wenn klar ist, das ist Popcorn-Kino und das ist sicherlich Popcorn-Kino, was in der breiten Masse, glaube ich, auch sehr gut oder ziemlich gut funktionieren wird, weil er mit einer gewissen Leichtigkeit agiert. Reden wir kurz über Ryan Gosling. Er ist einer der gefragtesten Hollywood-Stars und letztes Jahr hat er mit seiner Kennedy samt Oscar-Nominierung ja auch jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber gerade in diesem Action-Rom-Com-Part lässt sich genau in seiner Vita, finde ich, einige Projekte rausnehmen, bei denen sich ganz klar zeigt, wo einzelne Parts besser funktionieren. Die romantische Ebene in La La Land mit Emma Stone viel stärker, viel intensiver, als es hier ansatzweise der Fall wäre. Der Rom-Com-Part in Crazy Stupid Love, wieder mit Emma Stone, auch nochmal deutlich besser, wie ich finde. Der Action-Part ist in dem Drive, ehrlicherweise, finde ich, härter, brachialer, cooler, aber okay, wir haben ja kein FSK 12 vorliegen bei einem Drive, sondern ganz andere Freigabe. Und der Action-Komödien-Part finde ich an der Seite von Russell Crowe in The Nice Guys deutlich gelungen. Also ich kann bei ihm jedes Mal einen Film rauspicken, wo ich so denke, das hat da schon mal besser funktioniert und da und da und da. Das heißt nicht, dass er das hier schlecht macht, aber seine Figur ist ähnlich wie auf so einem Trip von Ken, immer wieder ein bisschen drüber, überspielter, lässig, cool und charmant, ja. Aber ein Tick mehr Ernsthaftigkeit hätte ich ehrlicherweise geiler gefunden an dieser Stelle. Und so ist dieser Film dann doch so sehr mit dem Hang zur Komödie inszeniert, dass das Ryan Gosling zwar okay kann, aber ich finde, es geht dem Film irgendwann die Puste aus, weil sich dieser Rhythmus so wiederholt in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wenn eine gewisse Gag-Abfolge immer wieder eine ähnliche Gangart anschlägt, ist es für mich oft zu viel, merke ich persönlich, wenn ich so in Stand-Up-Comedy-Shows bin, die oft so 90 Minuten, 2 Stunden gehen und mittendrin gibt es eine Pause, merke ich immer, erste Hälfte voll Bock, nach der Pause denke ich so, oh, das habe ich jetzt alles schon mal gehört, fühlt sich an wie neu aufgebrüht und für mich dann oft zu fade und ich finde, da ist in der zweiten Hälfte mehr Energie drin. Emily Blunt hat eigentlich immer ein feines Händchen für Stoffe, sie sagt selbst, dass ihre Figur, der Jodie Moreno, hier angelehnt ist an Greta Gerwig, also der Regisseurin, sie spielt ja eine Regisseurin hier im Film und ich finde halt, dass ihre Figur, wenn man mal so drauf schaut, im Grunde gar nicht so wahnsinnig viel mitbringt, was ihre Schreibe und Tiefe angeht und dafür, dass sie so flach ist, macht sie noch jede Menge draus und diese Ebene der Chemie, sie ist bis zu einem gewissen Punkt leider nur vorhanden und da hätte ich von ihr mehr erwartet oder gedacht, hey, das funktioniert doch eigentlich mit ihr in jeder Konstellation. Aaron Taylor Johnson als Tom Ryder hat nicht viel Screentime und wenn, dann ist er sehr drüber, eigentlich ein kompletter Narzisst, in den er hier so reinspringt. Ich finde, es passt zu ihm, aber dadurch, dass er nicht viel Screentime hat, fällt er dann auch nicht wahnsinnig auf. Hannah Waddingham sehe ich immer richtig gerne. Sie spielt die Gale, eine Filmproduzentin, die durchaus ihre Finger und ihre Macht ausstreckt, weil das sind die eigentlich Mächtigen in einem Filmgenre und das lässt sie hier auch den ein oder anderen durchaus spüren. Aber wer sie in Ted Lasso gesehen hat, weiß, wie filigran sie auch spielen kann. Das ist mir so dieses sehr drüber, eklige, mir ehrlicherweise so ein bisschen Perlen vor die Säue, aber passt schon dafür, was der Film im Grunde erzählen möchte. Und alle, die lang genug sitzen bleiben, können sich noch über ein oder sogar zwei spaßige Gastauftritte freuen. Winston Duke könnte man jetzt noch kurz herausheben, aber ich finde auch, der spielt so einen Typen, das könnte eigentlich jeder dann im Stunt-Genre sein, der seinem Buddy so zur Seite steht. Springt also nicht wirklich heraus, was die Charaktere angeht. Was, wenn ich eine Rom-Com bedienen will, eigentlich schon auch ganz gut wäre, wenn man das mit hineinbauen würde. Die Kameraarbeit ansonsten finde ich immer wieder richtig gut. Die Auflösungen der Stunts, The Fall Guy hat auch zum Beispiel einen 8,5-fachen Überschlag mit dem Auto und somit einen Weltrekord aufgestellt und den von James Bond eingestellt mit 7 Überschlägen war das, glaube ich, bisher. Lösen sie viele Stuntsequenzen mit sehr, sehr vielen Einstellungen auf und vor allem, wenn der Abspann läuft, kann man auf der einen Seite neben der Drehbuchoptik, in der die Credits und auch schon am Anfang die Credits präsentiert werden, dann neben die ganzen Stunts mal sehen aus dem Film und da bekommt man so ein Gespür dafür, wie aufwendig das ist und da sind jede Menge praktische Effekte und da muss ich sagen, Chapeau, das sieht richtig gut aus bei The Fall Guy. Was dann natürlich krass ist, ist, wenn dann mal CGI bei einem 125 Millionen Dollar teuren Film, wie das hier der Fall ist, mit verwendet wird,
finde ich, bei Explosion und Co. fällt es dann auf einmal richtig schnell auf. Oder wenn ein Helikopter irgendwie fliegt und die Physis nicht mehr stimmt, das fällt dann auf. Wenn so viel praktisch ist, bekommst du fast so einen Uncanny Valley-Effekt, wenn es darum geht, okay, jetzt habe ich das CGI gesehen, obwohl es in einem normalen CGI-vollgepackten Film extrem gut aussehen würde, sieht es hier, weil es nicht mehr so echt wirkt wie der Rest, auf einmal schon so ein bisschen aus, dass ich so denke, Ansonsten die Musik vollgestopft mit Songs, auch aus den 80er unter anderem, die gerne auch mal immer wieder aufgegriffen werden. Und vor allem, da gibt es so ein sehr spannendes Beispiel, in dem Ryan Gosling in einem Auto sitzt und zurückdenkt an die gemeinsame Zeit, das dann so überspitzt wird, dass es sehr lustig ist, aber man für diesen Lacher die Ernsthaftigkeit der Liebesebene tatsächlich komplett opfert in The Fall Guy. Und das gibt es eben so 2-3 Mal, dass ich es schade finde und ich auch so merke nach diesem Film, während ich mich an andere Filme aus so einem Bereich viel stärker erinnere, weil sie eben auch die Momente haben, wo ich sage, Mann, das war echt schön, echt ein toller Moment und ich deswegen dann auch so herzlich lachen kann mit den Figuren, weil ich mitfühle, ist diese Ebene hier nicht glaubwürdig drin und deswegen merke ich auch schon, dass der bestimmt so nach 2-3 Wochen so ein Film sein wird, an den erinnere ich mich mit so einem leichten Schmunzeln zurück, aber nicht über Jahre hinweg und das ist schade, weil ich glaube, er hätte dieses Potenzial gehabt an dieser Stelle. Gibt es ansonsten, was die Szenerie angeht, schon einen Film, der so durch diese Filmsets, und da will ich es nochmal unterstreichen, sich durcharbeitet, mag ich wirklich gerne, dass wir sehr viel in Filmsets drin sind in diesem Film und dadurch ein Gespür für das Arbeiten der Stuntleute bekommen, die im Grunde, und das ist für mich die schönste Sache daran, ist das hier so ein Love Letter, ein Liebesbrief an die Stuntkunst und dass man die auch in der Öffentlichkeit mehr würdigen würde. Daneben funktioniert für mich die erste Hälfte auch auf einer unterhaltsamen Ebene, wo ich ein paar Mal lachen musste im Kinosaal und auch charmant daherkommt mit seiner Gagdichte. Wirklich gut. In der zweiten Hälfte baut er dann ab, bringt aber jede Menge Schauwerte mit an dieser Stelle und ja, wäre für meinen Geschmack nicht zu oft zu drüber, wäre noch mehr zu holen gewesen. Trotzdem bin ich mit 7 von 10 möglichen Punkten als Action-Rom-Com und 6 von 10 möglichen Punkten insgesamt dabei. Ist in Ordnung, hab mir ehrlicherweise noch ein bisschen mehr erhofft nach den Trailern, aber ich weiß auch, dass wenn ich zumindest über den Kritiker-Metascore so schaue, ich da an einem ganz, also am unteren Ende schon bin und ich denke, dass viele von euch Spaß haben werden, sich The Fall Guy anzuschauen. Es ist Popcorn-Kino. Ziemlich gut besetzt, ziemlich aufwendig gedreht und die Kinoleinwand auch sicherlich der richtige Ort, um sich das dann anzuschauen. Okay, dann bin ich am Ende mit meiner Review zu The Fall Guy ab dem 30. April in den deutschen Kinos und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.